Langsam wird die Wall Street immer nervöser. Gestern schon der Abverkauf, heute wieder Schwäche bei US-Aktien, nachdem man lange dieses ganze Hickhack um die US-Schuldenobergrenze und einen potenziellen Zahlungsausfall der USA als Petitesse abgetan hat. Ach was, das wird kein Problem, die haben sich doch immer geeinigt. Aber das Grundproblem ist doch, es haben beide Parteien sehr viel zu verlieren. Das ist das eine. Und der Druck durch die Märkte war bisher nicht da. Die sind doch nach oben gelaufen, also haben sich die Politiker gesagt, ach weißt du, wir versuchen mal auf unserer Position zu beharren, und jetzt beginnen die Märkte nervös zu werden. Das wiederum dürfte perspektivisch den Druck auf die US-Politiker erhöhen, auf beide Parteien erhöhen, und dementsprechend wird jetzt eben die Geschichte natürlich zeitlich ein bisschen eng. Am Montag in den USA Feiertag, Memorial Day, da wird nichts passieren können. Jetzt ist ja dieses Datum 1. Juni oder vielleicht ein paar Tage später. Janet Yellen hat das heute nochmal bekräftigt, und dann droht ein Zahlungsausfall. Was könnte passieren? Wie ist die Ausgangslage? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Zunächst mal nach wie vor beide Seiten ziemlich weit voneinander entfernt. Die Republikaner sagen, ja, der Biden, der hat es überhaupt nicht eilig, der scheint den Ernst der Lage gar nicht zu erkennen. Die Demokraten sagen, ach, die Republikaner, die sind doch überhaupt nicht kompromissbereit. Und das Problem der Republikaner ist zweierlei. Erstens, McCarthy ist in einer Partei, nämlich als Chef der Republikaner, muss er versuchen, diese sehr heterogene Partei zusammenzuhalten. Er hat ja 18 Wahlgänge gebraucht, um sich da durchzusetzen. Das heißt, er kann nicht so wahnsinnig viel anbieten, weil dann diejenigen, die vor allem es mit Donald Trump halten, sagen, nee, da machen wir nicht mit. Und Donald Trump hat ja schon klar gemacht, ich werde für keinerlei Kompromiss zu stimmen, denn die Demokraten haben uns miserabel behandelt, so Trump in der Vergangenheit. Also werden wir denen kein Stück entgegenkommen, und wir werden gleich sehen, warum das ein echter Faktor sein wird. Jetzt haben wir hier nochmal die Aussage von Janet Yellen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir vielleicht schon ab dem 1. Juni unseren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Und wir sehen nicht mehr, dass wir jetzt bis Mitte Juni kommen. Also bis Mitte Juni wird es offenkundig nicht reichen, sagt Janet Yellen. Die Republikaner haben das ja in Frage gestellt und gesagt, naja, wer sagt denn, dass das wirklich so ist? Jetzt dann McCarthy nach einem Treffen mit Biden wieder mit einer Pressekonferenz. Wir sind nach wie vor weit auseinander, aber wir können bestimmt irgendwie einen Deal bekommen. Wir haben sehr viele Kompromisse angeboten, und ich habe Biden klar gesagt, wir werden die Steuern nicht anheben. Genau das wollen ja die Demokraten. Die wollen vor allem die reicheren, einkommensstarken Amerikaner stärker besteuern, um die Sozialprogramme und die grünen Projekte bezahlen zu können. Das lehnen die Republikaner ab. Und warum das Ganze so spitz auf Knopf steht, das sehen wir vielleicht hier mal. Das ist die neueste Umfrage in Sachen, wer macht denn das Rennen als Präsidentschaftskandidat bei den Republikanern. Und heute will DeSantis, bezeichnenderweise auf Twitter, das sich jetzt zum konservativen Forum zu entwickeln scheint, will Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, seine Präsidentschaftskandidatur offiziell verkünden. Aber der hat nur Zustimmungswerte von 19,4. Trump dagegen mit riesigem Vorsprung 56,3. Und das bedeutet, wenn ich republikanischer Senator bin oder republikanischer Abgeordneter im Abgeordnetenhaus, dann weiß ich, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump das Rennen macht, ist riesig. Und wenn ich es mir mit Trump verscherze, dann könnte meine politische Karriere gefährdet sein. Also schlage ich mich latent auf die Seite von Donald Trump, der, wie gesagt, überhaupt keine Kompromisse haben will. Und das macht die ganze Geschichte so schwierig, auch so schwierig für den Republikanerführer McCarthy. Und deswegen glaube ich, dass die Wall Street die Problematik dieser ganzen Situation weit unterschätzt hat. Daueroptimisten, die wollen ja was verkaufen, sagen, ach was, das hat doch immer geklappt. Ja, aber wie groß muss der Schmerz vorher werden? Das ist doch die entscheidende Frage. Diego Fastnacht mit dem historischen Beispiel, zum Beispiel das Downgrade der USA 2011. Und da ist eben jetzt die entscheidende Frage, was machen die Ratingagenturen? Würden die, wenn zum Beispiel eine Anleihe nicht bedient wird durch die USA, so
sofort das Rating der USA abstufen, wie S&P das gemacht hat im Jahr 2011. Die sagen nein, aber wenn das sozusagen dann nicht bald gelöst wird, dann müssten sie das machen, denn faktisch ist das ein sogenanntes Kreditereignis. Also wenn ich Schulden nicht bezahle, wenn ich eine Anleihe nicht bediene, dann ist das ein Zahlungsausfall rein technisch. Damals der S&P 500 unter Druck. Warum ist das so? Weil, und das erklärt der Diego sehr gut, die vermeintlich sicheren Portfolioanteile, Anleihen oder auch Aktien, weniger sicher werden. Also muss ich das Risiko reduzieren, um dasselbe Risikomaß beibehalten zu können. Das heißt, ich muss Assets abstoßen, dadurch entsteht Verkaufsdruck und da das alle machen müssen, wollen dann alle durch dieselbe Tür und das höchste Risiko in Form von Volatilität haben dann eben Aktien, und dieses Risiko ist bisher komplett ausgeblendet worden von den Aktienmärkten, von der Wall Street, nicht aber von den Anleihenmärkten, gerade die kürzer laufenden Anleihen. Hier sehen wir mal etwa die Anleihe, die am 1. Juni fällig wird. Hier sehen wir jetzt eine Rendite von 6,1%. Das ist 300 Basispunkte, also 3% über der Anleihe 30. Mai, die am 30. Mai also fällig wird, diese T-Bill. Also wir sehen, da wird man nervöser. Auch die dreimonatige US-Staatsanleihe, die ist jetzt weit, weit über 5%. Das ist der höchste Stand seit der Finanzkrise. Also die Anleihenmärkte haben nicht nur wegen den Zinsen durch die Fed, und das ist der zweite Belastungsfaktor für die Märkte, nämlich, dass diese Aussicht, auf der eigentlich die Rallye basierte, ja, die Fed wird vielleicht schon im Juli die Zinsen anheben, das war ja kürzlich noch der Mainstream-Gedanke, das ist so langsam immer zweifelhafter, wird immer unwahrscheinlicher, und das ist dann eine unschöne Kombination. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Zahlungsverpflichtung die USA im Juni haben. Und am 1. Juni kommt ein riesiger Batzen auf das Konto von Janet Yellen des Finanzministeriums zu, und hier sehen wir vor allem zwei riesige Punkte, das ist Medicare und Medicaid. Das eine ist ein Krankenversicherungsprogramm öffentlicher Natur für 65-Jährige, also für ältere Menschen oder für behinderte Bürger. Und Medicaid ist ein Programm für latent Einkommensschwache. Also das sind die demokratischen Errungenschaften, an denen man auf gar keinen Fall rütteln will. Und genau das wollen aber die Demokraten und die Republikaner. Und das macht die ganze Geschichte so schwierig. Die Republikaner sagen ja die ganze Zeit, ihr gebt zu viel Geld aus. Das ist doch euer Problem. Die Demokraten sagen, na ja gut, wir könnten ja mehr Geld einnehmen, indem wir die Steuern anheben. Das wiederum lehnen die Republikaner ab. Aber das sind diese beiden großen Dinge, die dann erstmal zur Zahlung fällig werden. Und dann kann man versuchen, das zu strecken, und dann werden auch ein paar Anleihen fällig, allerdings erst ab 5.6. Und erst dann wäre es technisch ein Zahlungsausfall, wenn zum Beispiel Janet Yellen jetzt diese Medicare und Medicaid nicht bezahlen würde, wäre das kein Kreditereignis, aber natürlich schlimm für die Menschen, die offenkundig ja damit rechnen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Aktienmärkten. Was ist denn 2011 passiert? Und das ist natürlich ein Risiko, dass je länger das ganze Hickhack hier dauert, dass dann vielleicht doch eine Abstufung kommen könnte. Was ist damals an den Aktienmärkten passiert? Welche Sektoren sind den meisten betroffen gewesen? Das waren Materials, also Material. Das waren Finanzwerte, also Banken etc., das war Energie, das waren Industriewerte, und am wenigsten betroffen defensive Sektoren, Healthcare, Telekommunikation, Utilities, also Versorger, und Consumer Staples, also Firmen, die praktisch Dinge des täglichen Bedarfs herstellen. Hier sehen wir rechts ein Bild, was passiert, wenn man den Schrank aufmacht, dann könnten ein paar Teller rausfallen, also ein paar Aktien aus dem Depot geschmissen werden müssen, eben aufgrund dieses Zwangs zur Risikoreduzierung. Aber jetzt, wahrscheinlich wird das ja passieren, das ist ja durchaus nach wie vor der wahrscheinlichste Fall, dass man sich irgendwie irgendwann einigen wird und dann sagen wird, okay, wir werden die Schuldengrenze anheben. Die Republikaner sagen halt, nee, wir machen keine einfache Erhöhung. Das ist mit uns nicht zu machen, dass wir einfach sozusagen die Schuldengrenze anheben, aber dafür keinerlei Bedingungen haben, also Ausgabenkürzungen haben. Genau das ist das Thema, und ich sehe nicht, dass sie von diesem Punkt abrücken.
Aber wie auch immer, wenn diese Einigung gelingt, dann würde die gute Janet Yellen und ihr Treasury Department T-Bills von 700 Milliarden Dollar in wenigen Wochen emittieren. Das heißt, es käme eine riesige Menge an Anleihen auf den Markt und die müssen gekauft werden. US-Banken haben schon gesagt, ja, weiß nicht, ob wir das machen, also müssen es andere Investoren machen. Und das wiederum bedeutet, dass Liquidität in diese Anleihen fließen muss. Und wenn diese Liquidität in diese Anleihen fließen muss, dann fehlt sie woanders. Dann fehlt sie einerseits bei den Aktienmärkten, aber sie fehlt zum Beispiel auch bei Unternehmensanleihen, deren Renditen dann steigen könnten. Also da sehen wir, das ist selbst im Erfolgsfall, könnte das richtig schwierig werden, weil schlichtweg eine solche Flut von Emissionen dann Liquidität aus den Märkten absaugt. Und ja, wenn diese Einigung kommt, dann dürften wir kurzfristig erstmal eine Rallye sehen, gar keine Frage. Aber die Folgeeffekte dieses Liquiditätsentzugs wären dann auch wieder eben negativ. Und jetzt eben dieser zweite Faktor, was ist eigentlich mit den Zinsen? Ich hatte vorhin gesagt, eigentlich hatten die Märkte ja eingepreist und das war eigentlich ja auch der Grund für diese Rallye, wenn man so will, seit Oktober. Hurra, die Zinsen werden sinken. Das Ganze hat sich dann beschleunigt mit der Bankenkrise, wo man sich dann gesagt hat, naja, bei der Bankenkrise, da muss die Fed doch reagieren. Jetzt scheint die sich vorerst mal ein bisschen beruhigt zu haben. Dadurch fällt der Druck auf die Fed weg, jetzt unbedingt schnell jetzt wirklich die Zinsen senken zu müssen. Jetzt sehen wir bei den Fed Fund Futures ist für Dezember 4,71% eingepreist. Das wäre also eine Zinssenkung durchaus, aber nicht so wahnsinnig viel. Das ist jetzt der höchste Stand seit März, seit dem Kollaps von Silicon Valley Bank. Das heißt, man hat im Grunde diese Zinssenkungserwartungen wieder ein Stück weit auspreisen müssen. Man sieht jetzt sogar eine nicht ganz so geringe Chance, 43% auf eine Zinsanhebung im Juli, also dass die Zinsen sogar weiter steigen. Und dann sehen wir sogar 9% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bis Juli zweimal steigen, also zweimal um 0,25% steigen. Und noch in der letzten Woche war die höhere Wahrscheinlichkeit, dass ab Juli die Zinsen sinken werden. Das zumindest hatten die Fed Fund Futures eingepreist. Also wir sehen, da hat sich auch was massiv verschoben. Und wie gesagt, die Rallye basierte ja vorwiegend auf dieser Zinssenkungserwartung. Deswegen hat man Tech gekauft, die großen Tech-Aktien, weil man sich gesagt hat, naja, die profitieren doch dann besonders. Jetzt hatten wir heute Aussagen von Waller, von der Fed. Der sagt, ja, die PCE-Verbraucherpreisdaten werden sehr, sehr wichtig und dann eben die CPI-Daten, also die Headline-Inflationsdaten. Und er hat weiter gesagt, ich bin besorgt, dass die Inflation nicht wirklich runterkommt, wenn wir nicht sehen, dass die Löhne da nicht mehr als 3% steigen. Wir hatten ja heute Daten und das hat auch die Laune an den Märkten so ein bisschen eingetrübt aus UK, aus Großbritannien, mit einer deutlich höher als erwarteten Inflation, obwohl die Energiepreise ja gefallen sind. Also wir sehen, diese Inflation, die ist sticky, die geht nicht so schnell runter, wie die Märkte sich das gewünscht hatten. Hier sehen wir nochmal die Meeting Probabilities. Also wir sehen, dass hier die Wahrscheinlichkeit doch größer ist, dass im Juni nichts passiert. Wir bekommen ja heute das FOMC-Protokoll. Vielleicht ist das eine Chance, sich ein bisschen zu erholen für die Märkte, denn das ist ja praktisch das Protokoll der letzten Sitzung. Das ist schon lange her, seitdem ist viel passiert, viel hawkischer Fed-Speak passiert. Also auf jeden Fall Kernmessage. Und das Ganze hat sich ein Stück weit verschoben. Hier sehen wir mal aktuell, das kann sich natürlich jeder Sekunde ändern oder ändert sich jede Sekunde. Wir sehen den Nasdaq 100 und den Nasdaq als schwächste Indizes mit dem Russell, aber mehr oder weniger gleich auf. Wir sehen, dass der VIX jetzt mal eben 10% gestiegen ist, wieder über der 20er Marke. Siehe da, ein Ausbruch des VIX. Und das ist die Performance der großen Tech-Aktien mit einer Meta, mit einer Nvidia, die über 100% zugelegt haben. Klar, KI, gell, und bei Meta, ja, halt, weil Zuckerberg Leute entlässt oder weiß ich auch nicht. Dann Microsoft natürlich, also die Dickfische, die waren es ja, die die Märkte nach oben gezogen haben. Heute nachbörslich 22.20 Uhr kommt ja Nvidia und da hat sich der Chef heute mal geäußert und gesagt, also dieser ganze Kampf gegen China und diese Exportverbote von hochwertigen Chips, die sind extrem gefährlich. Wir haben nur dieses eine China, etwa 21%
aller Lieferungen von Nvidia gehen bisher nach China. Mal sehen, ob jetzt diese Wunderzahlen, die heute Abend kommen, das rechtfertigen, was in der Nvidia-KI-Blase-Aktie da passiert ist. Gucken wir mal nach Singapur, aber auch nach Taiwan, aber auch nach Vietnam oder nach Südkorea, also Länder, die viel Technologieexport haben, weil viel Tech da produziert wird. Dann sehen wir etwa bei Singapur gibt es einen maßgeblichen Fall, aber wie gesagt, das gilt für diese anderen asiatischen Länder auch. Und wo da eigentlich diese wundersame Nachfrage nach Chips herkommen soll, wenn die Elektronikgüterexporte so massiv nach unten gehen, das erklärt sich mir nicht und das wird durchaus auch wahrscheinlich auf die Earnings per Share, also auf die Gewinne pro Aktie an den westlichen Märkten niederschlagen. Nochmal zurück zu den Märkten insgesamt. Was ist eigentlich teuer, was ist nicht teuer? Und wir sehen, würde man mal diese ganzen großen Tech-Aktien rausnehmen aus dem S&P 500, dann hätten wir ein 14,8 Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das wäre durchaus okay. Aber dadurch, dass die großen Tech-Aktien so maßgeblich gestiegen sind, so teuer sind, die FANG Plus etwa haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von durchschnittlich über 26, ist der Markt eben teuer. Und ich sagte immer, die Wall Street ist zu teuer. Damit meine ich nicht alle Aktien. Es gibt durchaus günstige Aktien, die zerbombt wurden. Aber die Tech-Aktien sind eben zu teuer. Und deswegen das Problem, dass hier wahrscheinlich der große Korrekturbedarf ist. Zumal ja wir jetzt nicht in Zeiten von Nullzinsen sind, sondern die Zinsen sind ja über 5% und dürften jetzt auch so schnell nicht sinken, wie die Märkte gehofft hatten. Gleichzeitig geht die Geldmenge zurück, das heißt Liquidität geht aus dem System. Aktien steigen normalerweise, wenn Liquidität zunimmt, nicht wenn Liquidität weggeht. Das ist der nächste Widerspruch an der Geschichte. Und weil Liquidität weggeht durch die Notenbanken, auf der einen Seite die westlichen, vor allem die Fed, und auf der anderen Seite China so enttäuschend ist derzeit mit seinem Wachstum, sehen wir, dass die Industriemetalle deutlich unter Druck sind. Die preisen praktisch eine Rezession ein. Und wenn diese Rezession kommt, und die kommt nur deshalb nicht, weil der Dienstleistungssektor gerade im BIP der USA mit 80% so stark gewichtet ist, aber weltweit Dienstleistung ja boomt, während die Industrie derzeit abschmiert, wie wir aus dem IFO gesehen haben heute, aus dem Einkaufsmanager-Index für Deutschland gestern und für die Eurozone überall das gleiche Bild, Dienstleister florieren. Industrie geht nach unten, aber wenn die Industrie nach unten geht, dann wird diese Lücke irgendwann geschlossen, dann können die Dienstleister nicht auf Dauer hier so Party feiern. Dementsprechend sehen wir, dass gerade diese Industriewerte Probleme haben oder diese Industriemetalle. Jetzt sind auch am chinesischen Aktienmarkt die Gewinne seit Jahresbeginn komplett aufgezehrt, zumindest was die Indizes betrifft. Die Wirtschaft bleibt schwach, auch ein Problem der Demografie, aber eben die westlichen Finanzmärkte waren viel zu euphorisch über die Entwicklung in China. Ich versuchte da von Anfang an darauf hinzuweisen. Noch eine Seitenbemerkung. Bangladesch kann derzeit sein Öl nicht mehr in Dollar bezahlen. Haben sich mal gefragt, warum der Dollar so stark steigt. Wir haben Dollarmangel, der Dollar wertet auf. Auch das normalerweise nicht so super toll für die Aktienmärkte. Ebenso wie steigende Renditen nicht so toll sind. Und hier sehen wir nochmal der IFO-Index deutlich schwächer. Und hier sagt Herr Krämer von der Commerzbank, alle wichtigen Indikatoren für die Industrie weisen nach unten. Vor allem die aktuelle Lageeinschätzung ist ziemlich deutlich abgestürzt in Deutschland. Und dass die Industrie so schwach ist, liegt natürlich auch an den wundersamen Strompreisen durch unsere wundersame Regierung und vor allem das Wirtschaftsministerium unter Habeck. Der will jetzt mal gucken, wie denn die Heizungen der Deutschen genauer aussehen. Da muss man Angaben zum Gebäude machen, zur Lage, Nutzung, Baujahr. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es Strafen. Ja, gell, also vielleicht könnte ich ja, vielleicht wird dann noch abgefragt, ja, wie ist denn Ihre durchschnittliche Flatulenz im Monat wegen der Methanentwicklung? Gell, das könnte auch noch kommen. Hier sehen wir, wie zwei grüne Herrschaften sich da amüsieren. Sie haben Wärmepumpen eingebaut und dann war nicht genug Strom da, denn unsere Netze sind nicht auf diese totale Elektrifizierung ausgelegt. Alles soll ja mit Strom betrieben werden, Wärmepumpen, Autos, nur noch Strom. Und das wird schwierig, dafür haben wir die Infrastruktur gar nicht. Das ist also hier nicht zu Ende gedacht. Heute ja
diese Razzia gegen die letzte Generation. Ein Soziologe sagt, ja, das ist gefährlich, weil das kann zu einer Radikalisierung führen dieser letzten Generation. Und da habe ich mich gefragt, noch radikaler? Also wenn du permanent in jedem Satz sagst, ja, morgen geht die Welt unter, wir werden alle vertrocknen und es gibt überhaupt keine Chance mehr. Und man beruft sich da auf die allerextremsten Modelle, die selbst vom Pariser Klimarat ja nicht geteilt werden. Das ist letztendlich reine Apokalyptik, schon sektenartig. Also wo soll da die Radikalisierung noch kommen? Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. DAX, Anstieg vorbei. Das zumindest sagte Mario Steinrücken. Der DAX müsste mindestens 1200 Punkte fallen. Warum, wieso, weshalb, erklärt er in einem Video mit Text dazu. Zweite Empfehlung. Warum haben die US-Indizes bisher zumindest nicht korrigiert? Dienstleistungssektor, sehr, sehr lesenswert, dieser zweite Artikel. Und der dritte Artikel, die Inflation hinterlässt immer mehr Spuren bei Lohnsteigerungen. Die Leute brauchen höhere Löhne und dementsprechend können die Zinsen gar nicht sinken, denn die Inflation wird sticky bleiben, klebrig bleiben. Also diese drei Artikelempfehlungen um 20 Uhr, das FOMC-Protokoll werden wir abbilden bei Finanzmarktwelt. Schauen Sie da mal rein, vielleicht eine kleine Erholungschance für die Märkte. Ich sage Servus und Ciao.